Moin Moin Leute, ich bin Ludikovus Brian oder einfach Ludjanik und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Super Mario RPG. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben in Küstenstädt und haben auch von Jonathan Jones den 5. Stern von 7 Stück schon ergattern können, der uns aber von den nicht ganz so richtigen Küstenstädtbewohnern abgenommen worden ist. Und deswegen machen wir uns jetzt auf die Reise, uns den Stern zurückzuholen. Und natürlich auch die weiteren 2, die noch übrig bleiben. Aber dafür dürfen wir jetzt erstmal hier oben hin, wo wir tatsächlich schon mal waren. Denn hier oben gibt es einen Bereich, der aussah, als wäre es der perfekte Kampfplatz. Spät dran die Klinge, was sie wohl aufgehalten hat. Wenn wir hier nicht bald verschwinden, dann... Na prima, Mario hat uns eingeholt. Dann bleibt nur noch ein Ausweg. Schwimmen! Los, und dass mir keiner Rost ansetzt. Oh ja, nicht so flott, Sprotte. Der Stern da war ein Geschenk an Mario, meine liebsten Süßwassermatrosen von allen. Ihr schmierigen Schleicher habt wahrlich keinen Funken Seemannsehre. Jetzt lassen wir euch über die Planke laufen. Captain, vielleicht sollten wir Mario ja das Vergnügen gönnen, hier klar Schiff zu machen, oder? Es geht zur Sache, wie? Dann ist es wohl Zeit, die Maske abzunehmen. Denn natürlich ist das hier nicht ein kleiner Toad, der sehr blass geworden ist. Vereinen zur Speergestalt. Sondern insgesamt haben wir hier vor uns ihn. Oh boy. Huh. Speerfried. Der sieht schon krass aus. Greifen wir erstmal nochmal an. 90 Schaden. Und wir gucken natürlich mit dem Gedankenleser, wie viel Leben er hat und was so seine Schwächen sind. Elektro. So, so. Und 1260 Leben. Puh. Wenn ich jetzt verliere, kann ich meine Karriere knicken. Ich wollte gerade sagen, ich meine mich auch zu erinnern, dass der Kampf ganz schön hart war. Okay. Der Kampf ist ganz schön hart. Puh. Machen wir erstmal einen Superfeuerball. Und ballern hier A rein. Bowser darf einmal kurz... Moment, wir können doch die Gruppe auch heilen. Wir heilen die Gruppe mal um 30. Uppala. Hier hat sich gerade irgendwas geöffnet. Das war nicht der Plan. Extra-Item für dich. Okay, das nehme ich gerne. Und Mello darf einmal seinen Donnerschock losschicken. Setze einen Gegner unter Strom, weil wir haben ja auch nur einen vor uns, also perfekt. Und drücke A kurz vor Auftreffen des Schocks. Okay, da A zu drücken ist sehr knapp. Daneben! Okay, die normalen Angriffe wirken hier auf jeden Fall auch deftig. So klappt's doch. Donnerschock nochmal. Boah, das richtig zu timen mit A ist heftig. Oh, abgewehrt. Sehr geil. Nochmal 100 Schaden. Sehr gut. Boah, ich weiß nicht ganz genau, wo man da A drücken muss. Das ist heftig. Doppelgänger? Okay, bei beiden steht Speerfried dran. Kann man hier jetzt gerade erkennen, wer der Richtige ist? Ja, ich glaube schon. Man sieht auf jeden Fall bei dem hinten, den man sehen kann bei der Sonne, da ist so ein ganz kleiner... Da sieht man so eine... Es kann aber auch sein, dass das wegen des Wassers ist. Oder ist das jetzt das Anzeichen, dass er der Falsche ist? Ich versuche es gerade herauszufinden. Greifen wir ihn mal an. Das hat auf jeden Fall Schaden gemacht. 170. Vielleicht machen wir jetzt mal das Blitzgewitter, damit wir beide treffen. Machen wir erstmal das. Nice. Ich glaube, wir haben den richtigen getroffen. Vielleicht sieht man das auch daran, wie viel Schaden man demjenigen dann wirklich macht. Und wir dürfen noch einmal die Clown-Kutschen-Knaller loslassen. Angriff mit Feuer, Eis und Elektro, gekrönt von einem Finale. Oh boy, rein da. Ich find's so süß, wie Mello immer da so reinbuttert.
Und war das jetzt schon der letzte Hieb? Oh ja, er fällt. Nice. Tja, da ist der Stern wieder. Unser. Zum zweiten Mal erhalten wir den 5. Stern. So ein Unglück. Wie es scheint, hat es nun auch Schmiedrich auf die Sternstücke abgesehen. Welch unangenehme Überraschung er wohl für Mario im Ärmel hat. Boah, was eine geile Mucke. Und wir können die Bewohner wieder befreien. An meinen Kumpel Mario. Grüß dich, Smutje. Was ich an Kinderspiel den alten Speerkopf zu versenken, stimmt's? Die Halunken aus meiner Crew sagen, sie haben was am Himmel fliegen sehen. Und zwar eine riesige Axt. Ob das einer von Schmiedrichs schmierigen Schergen war? Falls ja, dann kauf ihn dir. So, die Luft hier ist mir nicht salzig genug. Daher bin ich mal wieder weg. Schau vorbei, wenn du magst, ja? Seebärige Grüße und auf bald, dein Jonathan Johnny Jones. Boah, die Mucke hier ist richtig geil. Das ist also die Küsten, die wahre Küstenstadtmusik. Befreien wir sie doch mal. Hallo? Hurra, vielen Dank. Endlich können wir hier raus. Hier ist es eng und dunkel und muffig. Was macht ein Maulwurf hier? Hey, hast uns echt aus der Klemme geholfen. Dann bis später mal, Kumpel. Hier drin war es wirklich sehr unschön. Vielen Dank für deine Hilfe. Danke dir. Ja, danke dir. Komm mal vorbei. Ja, komm mal vorbei. Vielen Dank, dass du uns befreit hast. Die Arbeit ruft, aber besuch mich doch mal in meinem Gasthaus. Ich freue mich schon. Und der Dorfälteste. Ah, Mario. Ich danke dir von Herzen, dass du unser schönes Küstenstädt gerettet hast. Sie haben mich zwar ausgekitzelt, aber darüber musst du dir keine Gedanken machen. Hier, das möchte ich dir geben. Ein Blumenset. Ich bin ja so froh, dass wir für die Küstenstädte alles gut ausgegangen ist. Einfach unschuldige Leutchen entführen und in so eine ordinäre Bude einsperren, hat man Worte. Also bei mir und meinen Schergen, da würde sowas nie vorkommen. Bitte? Du hast mich doch vor kurzem selbst gekidnappt. Aber nicht in so einer Bruchbude. Und passiert ist dabei auch keinem was. Das beweist Fingerspitzengefühl, jawohl. Und jetzt Abmarsch. Diese schimmlige Entführungsstätte beleidigt meine feine Nase. Also gut, wir sollten uns gleich mal im Ort umhören, wo nun wieder alles beim Alten ist. Vielleicht weiß ja jemand, wo es zum nächsten Sternstück geht. So ist der Plan. Das Blumenset wollen wir natürlich direkt einsetzen. Damit haben wir jetzt schon 56 Blumenpunkte. Irgendein Jüngchen vom Quappenquell ist kürzlich hierher zu uns gezogen. Okay. Und hier können wir jetzt erstmal allen Hallo sagen. Hereinspaziert, guter Freund. Willkommen in der Küstenstädter Käferbörse. Wir sind Fachleute für alles, was kreucht, krabbelt und sonst wie durch die Welt käfert. Kleine Erläuterung gefällig, was es mit den Käfern so auf sich hat? Ja? Roger, Roger. Ich erzähle dir, wie unsere Börse so funktioniert. Als erstes bräuchtest du eine Käferschachtel. Kostet 50 Münzen. Dann kann der Spaß schon losgehen. Mit dem Schächtelchen machst du dich dann zu Borstos Hügel auf. Dort wimmelt's nur so vor kostbaren Krabblern, weißt du? Wenn du dann dort deine Käferschachtel hübsch gefüllt hast, komm einfach wieder zu mir und hol dir Münze und Froschgroschen ab. Alles weitere steht auf dem Zettelchen dort oben an der Wand. Wir kaufen Käfer. Unsere Preise: Käfermännchen 50 Münzen, Käferweibchen 1 Münze, Goldkäfer 1 Froschgroschen. Ja, dann kaufen wir uns doch mal so eine Kiste, oder? Neueinsteiger in die wuselige Welt der Käferei müssen erstmal eine Startgebühr bezahlen. Die beträgt 100 Münzen! Dazu käme dann noch die Käfershuttle, kostet 50. Alter, Bruder, von mir aus. Firma dankt! Hast du deinen Ausweis dabei oder sonst was zum Identifizieren? Unverkennbar. Sehr schön. Dann ist ja alles klar. Dann bitteschön, deine Käferschachtel. Wünsche schon mal viel Spaß und viel Erfolg beim Jagen. Wir haben einfach unser Kennzeichen, wirklich unser Ausweis, ist unser Sprung. Ich find's toll. Der kann doch nicht mal über den Tresen gucken. Willkommen mit meinem Waffenladen. Okay. Oh, wir haben 1000 Münzen. Das ist natürlich stark. Okay. Krötenstab plus 10. Immer die stärkste Waffe nehmen. Doppelfaust. Sonnenschirm. Nice. Können wir irgendwas verkaufen? Wir könnten jetzt die ganzen alten Sachen, die wir haben, verkaufen. Das ist schön, dass wir die endlich mal loswerden können. Weil die werden wir natürlich nicht benötigen. Hoffe ich. Gut. Genau, die Sachen, die bringen jetzt nicht so viele Münzen, aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? Das hier ist mein Rüstungsgeschäft. Schau dich in Herzenslust um. Okay, was haben wir hier denn Schönes? Irgendwas, was uns wirklich richtig aufpäppelt? Ah, das ist zu viel Minus auf den Angriff.
Na, ne. Da sind wir raus. Aber wir konnten uns schon mal gut eindecken. Hier in diesem Ort gibt es einen seltsamen Laden, der immer nach Käfern sucht. Den haben wir sogar schon gefunden. Oh, die Musik ist hier ein richtiger Banger. Toll. Da bist du ja, Mario. Schön, dass du hier vorbeischaust. Von dir zu Hause bis hier zu uns. Das muss ja eine furchtbar lange Reise für dich gewesen sein. Wir sind etwas abgelegen und nicht allzu viele Leute kommen bei uns vorbei. Da wird es manchmal ein ganz klein wenig einsam. Ruh dich doch bei uns aus, ehe du dich wieder aufmachst. Es kostet nur 15 Münzen. Komm. Eigentlich ein bisschen gemein, dass es 15 Münzen kostet. Ich meine, wir haben die gerettet. Mindestens eine Nacht könnte doch umsonst sein, oder? Also, ich meine ja nur. Aber 15 Münzen sind ja für uns glücklicherweise auch nicht die Welt. Aber wen können wir hier denn jetzt noch so bequasseln, um eventuell etwas Neues zu finden? Guten Tag, ach wie heldenhaft du uns gerettet hast. Ich bin dir ja so dankbar. Aber naja, eine Sache nur. Hast du dir nicht mal überlegt, dir etwas mehr, nun ja, Flair zuzulegen? Und damit meine ich Accessoires. Davon kann man nie genug haben. Schau mal, möchtest du welche? Prima geeignet, um den... Hatten wir schon. Erhöht Flinkheit. Furcht verhindert Furchtstatus. Davon haben wir aber die meisten Sachen, wie man sehen kann. Wir haben nur den Aufweck und den Furchtlos-Button nicht. Die möchte ich aber auch erstmal nicht mitnehmen, glaube ich. Hey, 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 grüß dich, ich bin Pilzboy. Wusstest du, dass es unter den gewöhnlichen Pilzen auch ganz besondere gibt? Irre, oder? Gegen solch besondere Pilze bekommst du bei mir echt feine Sachen. Der Witz ist, dass besondere Pilze so aussehen und heißen wie normale Pilze, man erkennt sie nur am Geschmack. Daher muss ich immer dran knabbern. Und wenn es dann doch kein spezieller Pilz war, habe ich dabei wenigstens einen kleinen Imbiss rausgeschlagen. Hast du Pilze für mich? Danke, Kumpel. Das war nur ein gewöhnlicher Pilz, war aber lecker, also danke für den Imbiss. I guess. Hallöchen Mario, wir haben hier in unserem kleinen Laden allerlei gesunde Sachen zum Essen und Trinken. Tu dir doch mal was Gutes. Pilze auf jeden Fall. Reinigungssaft, Gruppenreinigung. Wir haben gar keine Pilze mehr. Nehmen wir uns davon mal so ein paar mit. So ein bisschen eindecken. Okay. Aber hier oben gibt es ja auch noch die große Bude vom Ältesten. Mario, wenn du zufällig nach einem Stern suchst, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Weit weg, noch hinter Randland, liegt ein Ort, in dem nur Monster wohnen. Aber liebe, friedliche Monster. Neulich war ein Rattenmonster hier bei uns, das prallte laut von einem wunderschönen Stern, den es dort gäbe. Wo dieser Monsterort liegt, weiß ich zwar nicht, aber wenn du den Weg ab hier schön folgst, gelangst du sicher dorthin. Und da haben wir auch unseren nächsten Punkt. Schön, dich wiederzusehen. Konntest du in der Zwischenzeit viele Froschgrotten ergattern? Ach, die Sachen waren das, stimmt. Da haben wir uns ja auch gut eingedeckt. Okay. Und damit waren wir, glaube ich, bei jedem Haus und haben Küstenstädt noch einmal komplett als Tourist abklappern können. Und jetzt soll es weitergehen Richtung Norden, nehme ich an. Ja, Randland. Dann schauen wir doch mal. Geheimschatz in der Nähe. So, so. Und natürlich werden wir hier auch mit Sicherheit einiges leveln können. Hier haben wir erstmal irgendwie so eine Kanone. Ui. Okay. Ich habe gedacht, dass da vielleicht ein Schatz wäre oder so. Ach, guck mal, aber da muss man sich wirklich drauf schießen. Nett. Oh, na toll. Der schmeißt einen aber auch weit, du. Junge, Junge. Moin, Jungs. Was geht? Greifen wir doch erstmal den Köterlich an. Damn. Angriff erhöht. Wen haben wir hier? Heldenemse. Fast besiegt, gut. Nice. Wie viel Erfahrung hat uns das gebracht? 29 und Marios Level up. Level 13 schon. Sehr gut. Gehen wir mal auf ein bisschen Magie. Und Magieschutz natürlich auch. So, hier kämpfen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen durch. Weil Erfahrungspunkte sind immer schön. Ja, die Köterliche werden irgendwie sehr schnell umgeknallt.
198 Schaden. Wir machen aber auch mittlerweile richtig Dampf. Und auch Mello ist Level up. Auch schon Level 13. Mello bekommt ein bisschen mehr Angriff. Moin. Und auch den dritten aus der Bande. Wollen wir direkt angreifen. Irgendwie wirft Bowser langsamer, oder? Vielleicht habe ich auch einen Knick in der Optik. Nice. Ich liebe es, wenn man halt mit allen drei hintereinander angreifen kann und dann direkt sich quasi... Oh, ein Muntermacher. Und dann sich direkt die ganze Gruppe dezimiert. Die Gegnertruppe. Moin. Die sehen immer noch so lustig aus. Gecklor ist verwirrt. Der hat einfach seinen Kumpel angegriffen. Also ich weiß nicht, ob die befreundet sind, aber ich hätte jetzt gedacht, so von Echse zu Spinne. Auch Geno ist Level up. Nice. Und Geno wird ein bisschen mehr Magie bekommen. Ich kämpfe hier gegen alle. Und boing. Oh. Oh oh. Vielleicht wird das jetzt nicht direkt ein Durchgang in 1. Ne. Au. Oh. Und auch Bowsers Level up. Schön. Level 13. Er kriegt ein bisschen mehr Angriff. Oh nee. Ich wollte doch gegen euch kämpfen. Und dann kam sie sogar nochmal hochgesprungen. Hochgesaust. Oh, wen haben wir hier denn? Guckt euch mal die Bienen an. Junge, Junge. Nicht schlecht. Moin. Es geht bei euch so? Wirkungslos. Tschüss, Hummel, Ding. Ich finde, diese Blumen sehen richtig weird aus. Dass die so, die haben so einen ganz komischen Vibe. Auch mit dem Mund, den die haben. Oh, it's weird. It's super weird. Was haben wir hier denn Wildes? Eine Blumenkapsel. Guck mal, die hätte ich nicht bekommen. Oh Gott, ich erinnere mich gerade an einen Ort, den wir auch noch erreichen werden. Kam der so spät im Spiel? Es gab noch einen Ort, ich weiß nicht mehr, wann genau der kam, aber irgendwann jetzt ja bald. Und da ist man in so einer Wüste. Und der ist grausam. Ja, greift alle Mello an, das ist schön wirkungslos. Und wisst ihr was? Ich mach die einfach einmal mit dem Clown-Knutsch-Kutschen-Knaller kaputt. Ciao, Jungs. War nett mit euch. Reinigungssaft. Nett. Okay. Woo! Willkommen an der Himmelsbrücke, der tollen, trickreichen Touristenattraktion. Hurra! Traust du dich, die Brücke zu überqueren? Ich trau mich. Alles klar, dann bräuchte ich 5 Münzen von dir. Anleitung gefällig? Die Himmelsbrücke kann auf 3 Arten überquert werden. Wer runterfällt, ist sofort disqualifiziert. Der normale Kurs ist einfacher, denn die Blöcke fallen nicht runter. Um einen Block weiter zu springen, halte in die gewünschte Richtung und drücke dann B. Wenn du ihn schaffst, erhältst du als Belohnung 5 Münzen. Der Spezialkurs funktioniert genau wie der normale Kurs, allerdings fallen die Blöcke runter, wenn du zu lange auf ihn stehen bleibst. Fürs Bewältigen dieses Kurses winken dir 8 Münzen. Auf dem Profikurs geht's richtig zur Sache. Nicht nur purzeln dir die Blöcke unter den Füßen weg, die Sprünge selbst sind auch kniffliger. Als Belohnung bekommst du einen schönen, glänzenden Froschgroschen. Auf allen Kursen musst du springen und bösen Geschossen ausweichen. Welchen Kurs möchtest du versuchen? Den normalen. Hurra, dann mal viel Erfolg! Haha! Hurra, du hast es geschafft! Sag, möchtest du vielleicht doppelt absahen? Du fängst nochmal von vorne an, versuchst noch einmal über die Brücke zu kommen. Wenn du es schaffst, verdoppel ich deinen Münzgewinn. Aber Achtung, der Kurs ist nicht nur schwerer, sondern du kriegst nur eine einzige Chance. Wenn du runterfällst, ist dein ganzer bisheriger Gewinn futsch. Nee, kein Risiko. Ich möchte einfach weiter, bitte. Dann hier dein Gewinn, ganz wie versprochen. Und ich glaube, wir landen jetzt genau da, was ich meine. Oh ja, wir sind da. Ah, toll, lang her, dass ich zuletzt hier war. Bin nämlich viel gereist und so. Wohin seid ihr unterwegs, hm? Vielleicht nach Monsterschlupf? Genau!
Oh, dann zugehört. Am besten ihr sucht den Sandstrudel mit der Ameise und begebt euch dann weiter. Dann immer schön weiter, dann findet ihr auch im Untergrund den richtigen Weg. Bis nach Monsterschlupf sollte es dann nicht mehr lang sein. Wir sehen uns dort. Der Wirbel mit der Ameise. Okay. Gut. Aber diese ganzen Wirbel und wo es wirklich weitergeht, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Also wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part vom Super Mario RPG, dem Remake, wieder. Bis dahin, euer Brain, tüdelü mit Ü. Bye.